Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf Münsterland TV beim Projekt Mitten im Leben. Wir haben das Mähwerk geliehen und jetzt geht's zum Wiese 14. Die soll günstig sein, sagt uns zumindest der Landhandel, wollte schon sagen, der Bürgermeister. Aber noch haben wir nichts bezahlt, noch ist er wirklich günstig. Nix ist immer noch günstig und von daher will ich jetzt mal gucken, was wir hier so alles machen können und müssen. Ja. Ich will auf jeden Fall Rundumleuchter ausmachen. Wir machen jetzt mal hier auf. Gucken. Los runter. So. Ach, geht beides runter. Das ist nice. So, und jetzt die Frage einschalten. Okay. So. Wir müssen hier auf 10 Meter war das. Okay. Ja. Nice. So. Losfahren. Weiß gar nicht, funktioniert es jetzt? Können wir mal gucken. Können wir Steuerung Z. So. Okay. Okay. Das klappt schon. Er braucht keinen Schwartableiter. Er macht das dann in 3 Schwarz. Das ist ja dann auch Blödsinn. Ja, läuft, ne? Ja, ich bin gespannt. Es ist wahrscheinlich der erste Schnitt, der wird jetzt nicht so viel bringen. Was ich da so liegen sehe, tippe ich es mal ganz stark.
Sehr schön. Läuft. Und los. Da bin ich mal gespannt, was es dann an Beinen gibt. Vielleicht mähe ich es nachher sogar in anderen Richtung, also Schwaden. Das weiß man nicht, was da besser ist, aber überfahren an der Straße, ich weiß es nicht. Der meckert wegen dem anderen Feld, aber passt schon, guck mal da. So. Da ganz schön Aufgebot da vorne, ne? Ich glaube, die Milch wird abgeholt, zumindest sah es der da noch aus. Ich fahre jetzt mal hier so, so oben dann im Bereich mit haben. Genau, weiter und los. Ja, dann kriegen wir das dementsprechend hier auch ganz gut fertig. Bin mal gespannt. Aber das Mähwerk gefällt mir. Müssen auf jeden Fall kaufen, sowas. Die Frage ist, ob wir jetzt die Ballenpresse holen oder Ballenpresse Schwader allerdings. Dann ist die 200k weg, ne? Das heißt, wir müssten auf jeden Fall dann noch eine Wiese pachten auf 2. Hier lang. So, läuft. Ah, Radio läuft nicht hier im Ding. Drecker. Muss ich singen.
Ich bin gespannt, was hier rauskommt an Ballen. Wir müssen ja schon 10 Ballen haben, damit er seinen Schwal, damit wir das Mähwerk bezahlt kriegen und. Ja, bald durch hier. Ist auf jeden Fall eine schöne Wiese. Vielleicht kann ich sogar die Bäume davon, aber ich darf ja nicht. Es ist ja. Ist ja Stadtgrundstück. Oh, guck mal, kann man sogar noch schneller stellen. Hier ist mir weg. 22, ist natürlich eine ordentliche Hausnummer hier. Ah, der hat schon gut PS. Vielleicht können wir auch. Es ist halt. Für den Erstschnitt ist ja nicht viel, ne? Das ist ja. Müssen wir mal gucken. Was wir da reinkriegen. Aber es ist direkt an unserem Feld, das ist natürlich nice. Dass der Bürgermeister mitdenkt, finde ich schon ganz gut. Hallo, jemand im Funk? Hallo? Hallo? Wer ist da? Hallo? Ihr Bürgermeister. Ach, der Herr Bürgermeister. Gerade habe ich noch von Ihnen gesprochen. So zu mir natürlich nur. Gibt es noch eine zweite Wiese so auf die Schnelle? Weil ich habe gerade ein Mähwerk mir leihen können. Und es wäre natürlich nice, wenn ich fürs gleiche Geld zwei Wiesen, ne? Können Sie natürlich nachvollziehen, aber. Ich will sie jetzt auch nicht unter Druck setzen. Ja, die nächsten Wiesen werden etwas weiter von Ihnen entfernt. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich habe einen Traktor. Ich laufe ja nicht. Ja, das wären die 103, 104 und 105. 103, 104, 105. Ich guck mal. 103. Das wären noch Gemeindewiesen. 103, 104, 105. Alle drei Stück, okay. Irgendwie fahre ich gerade ganz schnell. Irgendwas macht der gerade. So, ich muss mal kurz gucken. 103, 104, 105. Ja, das liegt ja sozusagen auf der anderen Seite. So Höhe BGA fast, ne? Eigentlich eher, was ist denn da unten? Ja, etwas drunter, oberhalb der Brauerei. Ja, 104 würde ich noch nehmen. Dann habe ich zwei erstmal. Oder 104, 105 hört sich gut an. Und dann machen sie mal einen guten Preis. Ich mache mal den Erstschnitt. Und wenn die Preise passen, also der Erstschnitt ist dann kostenlos, falls wir uns nicht einig wären. Ansonsten, wenn wir uns einig wären, würde ich sie halt gerne für ein Jahr nehmen oder auch länger. Also so lange, wie die Pachtzeit halt ist. Weil Gras braucht man ja nun mal. Würde ich dann 104, 105 jetzt noch bedienen, ja?
Ja, alles klar, geht in Ordnung. Vielen Dank. Doch, es geht ja schnell. Der Funk ist hier schön. Mähwerk mir leihen können. Sehr schön. Dann over and out. Von wem haben Sie denn ein Mähwerk bekommen? Ja, der Herr Röhrig, der hat es vor uns mitbekommen. Und der hat mir ein Mähwerk geliehen. Und deswegen, wenn ich jetzt einmal dran habe, passt das ganz gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hier hingefahren bin. Weil ich einfach weitergefahren bin. Also. Und also natürlich bekommen. Wir haben uns da schon auf finanziell geeinigt. Aber ich dachte mir, dann kann ich nochmal nachfragen. Ich werde mir wahrscheinlich auf Dauer gesehen eins kaufen, weil wir brauchen das ja wahrscheinlich alle irgendwann. Aber er sagte, jetzt braucht das gerade nicht. Und von daher sehr nett auf jeden Fall alle hier im Dorf. Sehr schön. Freut mich, dass Sie einen guten Eindruck von unserer Gemeinde haben. Ja, alle sehr nett bis jetzt. Bin gespannt. Hab vor uns im Funk gehört, dass noch ein neuer Mitbürger kommt, oder? Da hat er sich nur verlaufen. Ich weiß selbst noch nicht viel davon. Horst hat irgendwie Kontakt zu ihm gehabt. Ja. Oh, oh. Wobei, ich hatte ja auch mit Horst. Also, es muss ja nichts bedeuten. Wird ja nicht jeder sein wie ich. Horst, unser Menschenhändler. Ja, wer weiß, wo er die alle ausgräbt. Von der Brücke rettet oder so. Ich weiß es nicht. Sehr schön, dann machen wir uns jetzt noch mal auf den Weg. Hoch alles. Aus alles. So. Hier mal. Hier machen wir auch zu. Gucken wir eben nach hinten. Wie sieht es denn hinten aus? Okay. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Auf jeden Fall auf die Straße erstmal wieder. Ja, ich denke mal schon, dass wir die 100, 405 auch pachten werden. Ich muss halt nur vorsichtig sein. Wenn ihr auf einmal 20.000 sagen pro Feld, dann lohnt es nicht für mich. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir die Silage daraus. Und ich habe jetzt nur die 100, 405 genommen, weil die am. Ja, die sind halt gerade, ne? Und dementsprechend auch vernünftig was zu bekommen. So. Ah, wir haben jetzt schon 5 Felder. Es geht hier voran. Hier aus unserer zur linken Seite der schönste Hof der Welt. So. So, wir müssen hier mal Rundumleuchte anmachen. Okay. Ich muss noch mal ganz kurz hier am Rand gucken. Ah, ich weiß es nicht. 104, ja, ist doch noch ein bisschen weiter. Ja, Navigation gibt es hier halt noch nicht, ne? Karte Kompass ist die Devise. Guck mal, jetzt schönes Wohnhaus jetzt hier an der BGA auch. Zuwachs. So, ich glaube hier rein. Nee, guck mal, wir kommen vorne direkt ran. Das ist noch schöner. Okay.
Okay. Besser, ne? So. Ja, Münsterland. Ich höre. Bin ich ein bisschen frech. Ich bin hier oben in meinem Landhandel und warte auf Sie. Ja, Sie wissen, was 8 Uhr heißt? Ich bin die ganze Zeit schon hier oben. Sie hatten gesagt 8 Uhr, also habe ich mir andere Arbeit gesucht. Wir sehen uns 8 Uhr. Ja, wenn wir dann noch hinkommen. Die anderen machen keinen Push-to-Talk oder wie? Ich wollte Sie am Telefon nochmal anrufen, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, Sie hatten 8 Uhr gesagt, deswegen 8 Uhr ist 8 Uhr. Ich habe mir jetzt neue Arbeit gesucht, habe mir jetzt ein Mähwerk ausgeliehen und von daher, ich muss ja arbeiten, ne? Ich kann ja nicht nur rumfahren wie Sie. Was meinen Sie, was ich hier mache? Ganz bestimmt nicht aus Spaß rumfahren. Auch ich muss arbeiten. Ja, deswegen habe ich mir bis 8 Uhr andere Arbeit gesucht. Kriegen wir schon hin. Ja, super. Ich warte dann auf Sie. Ja, ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Horst? Ja? Frage. Hast du einen Striegel bei dir im Inventar? Ein Striegel? Ja, ein Striegel. Schon Unkraut? Nee, ich komme nachher mal vorbei, zischt. Ja, ich habe einen Striegel da. Ich bin ja ein schlauer Mann. Das haben Sie aber nur gesagt. Ja, das... Er macht sich gleich stumm hier im kommt gleich hoch, zahlt gleich ein bisschen extra, was wir da was kaufen werden. Der zahlt extra? Das war schon das zweite Mal umsonst. Das war doch gerade eine Beleidigung von dem Herrn. Nur eine Feststellung. Ich würde es nicht als Beleidigung auffassen. Ich würde es als Feststellung auffassen. Als was? Als Feststellung. Als Rechnungssteigerer, ja genau, als Rechnungssteigerer. Ja. So, ich bin dann mal in meinem. Wie gesagt, Horst, ich melde mich dann mich auf den Weg zu dir machen, ne? Ja, alles klar. Jo, wir sehen uns. Acht. So. Muss aber gucken, dass es wirklich unten ist. Kann ich nochmal fahren? So, gucken wir auch zurück. Ja. Ah. Wir machen mal eine Außenrunde jetzt, dann wissen wir, was wir alles mähen müssen. So, 104 noch. Und bis zur Straße dann. Haben wir auch ganz durch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge schon morgen. Immer um 18 Uhr hier mitten im Leben auf Münsterland TV. Schaut bei Batzi vorbei. Schaut beim Horst Schlemmer vorbei. Beim Onkel Horst. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Euer Steffen. Ciao.